Herzlich willkommen zu unserem letzten E3 Recap, zumindest was die Pressekonferenzen anbelangt. Gestern gab es ja noch die von Nintendo. Das war nun jetzt nicht so eine wirkliche Pressekonferenz. Keine klassische, ne? Ja. Sondern das war eher Reggie Fils Aim vom Greenscreen. Ne? Großteils. Großteils, ja. Trotzdem wollen wir natürlich drüber reden, weil es gab ein paar spannende Neuankündigungen. Diesmal habe ich den Johannes hier bei mir sitzen, der bei der Endzone arbeitet und deswegen ausgewiesener Nintendo-Experte ist. Mhm. Und das Wichtigste, glaube ich, nehmen wir jetzt mal einfach weg, Super Mario Odyssey, oder? Es ist natürlich mit Abstand das Wichtigste, ja. Ja, keine Frage. Ich meine, wir haben das Spiel schon gekannt, klar, es war jetzt keine Neuankündigung, aber sie haben halt viel gezeigt. Das war ganz schön aufgemacht, finde ich, wie ich es mir selber angeschaut habe mit dem Dinosaurier am Anfang, und man erstmal nicht so genau gewusst hat, was passiert jetzt eigentlich, stellen die was Neues vor, um was geht's hier? Und dann kommt auf einmal Mario mit ins Bild und dann sieht man, okay, das ist auch ein Level aus Mario Odyssey. Es gibt anscheinend eine Dinosaurierwelt. Wir haben gesehen, man kann mit der Mütze, beziehungsweise gibt es verschiedene Kopfbedeckungen, die Kontrolle übernehmen über Gegner. Wir haben gesehen Goombas, Koopas, den Dinosaurier, auch den T-Rex. Der dann steuerbar war und auch über Gegenstände. Einmal war ein Fernglas zu sehen und ein Auto, was dann von Mario gesteuert wurde. Das waren so die zentralen neuen Inhalte, die jetzt zum Spiel gezeigt worden sind, dass eben die Mützen sehr zentral sind, was schon klar war. Man hat aber nicht genau gewusst, was machen sie überhaupt. Ja, damit kannst du irgendwie andere Viecher steuern. Ne? Du kannst quasi, was man im Spotlight gesehen hat, anscheinend so gut wie alle Gegner oder auch sonstige Gegenstände mit steuern. Und was so ein bisschen angeklungen hat, ist, dass es auch so eine Art Spezialfähigkeit verleitet. Es gab den Sombrero in dieser mexikanischen Welt halt. Es gibt die klassische Mütze. Bowser hat so einen weißen Zylinder, der so ein bisschen Mafia-mäßig aussieht. Und wenn Mario zum Beispiel diesen Sombrero aufgesetzt hat, hat er sich dann auch verwandelt und hat da so ein bisschen rumgezappelt und so. Das wurde jetzt noch nicht genau gesagt, ob das eben auch nochmal ein Feature ist von diesen Kopfbedeckungen, aber man kann sich's gut vorstellen, Also es wird zentral sein, eben die Kopfbedeckungen halt in Super Mario Odyssey, und das ist mal was bei Mario noch nicht gegeben hat. Ist vor allen Dingen auch so, dass Mario jetzt so eine Sandbox-Schlagseite, das letzte große war ja das vom 64, glaube ich sogar, ne? GameCube Super Mario Sunshine. GameCube Super Mario Sunshine, nicht ganz so weit zurückgehen. Und davor aber Mario 64, ja. Wir wissen auch, es kommt am 27. Oktober 2017 für die Switch logischerweise, und es sieht ganz toll aus. Ich habe da auch richtig Bock gehabt, weil mir persönlich fehlt ja immer noch so dieses zwingende Argument für die, für die Switch. Gut, Zelda, geiles Spiel, da müssen wir nicht groß drüber reden, aber es ist halt eben nur dieses eine Spiel und jetzt nur die Zelda-Konsole kaufen und ich keinen Bock. Aber, so war es die meiste Zeit, ja. Aber Super Mario Odyssey ist natürlich auf jeden Fall was da sehr, sehr spannend aussieht. Ja, aber es gab natürlich noch ein paar andere Geschichten. Wir können jetzt mal einfach chronologisch so ein bisschen durchgehen. Es gab am Anfang so eine Montage aus 5 Spielen, wo jetzt nicht wirklich was Neues dabei war. Also ARMS, Pokémon Tekken DX, Splatoon 2, FIFA 18, Rocket League. Kommt alles für die Switch. Ja. Also diese Umsetzung quasi, ne? Genau. Muss man. Na gut, was jetzt neu war, war Rocket League natürlich. Ja, stimmt. Logisch. Das haben wir noch nicht gewusst. Das ist nur momentan für Winter 2017, also Ende des Jahres, vielleicht auch Anfang nächstes Jahres angedacht. Ansonsten hatten wir schon alles gesehen gehabt. Klar, ARMS kommt diese Woche noch raus. Pokémon Tekken DX wurde in der Pokémon Direct Anfang Juni schon gezeigt. Ja. Splatoon 2 war klar, FIFA war klar. Sie haben halt nochmal deutlich gemacht, ja, die Switch macht Multiplayer ein bisschen anders, als das andere Konsolen machen. Starker Multiplayer-Fokus. Es ist erstens ein starker Fokus, genau. Ja. Und vor allen Dingen auch lokaler Multiplayer halt. Nicht immer so, jeder hockt zu Hause in seinem Wohnzimmer und zockt online oder so, sondern wirklich, man zockt zusammen. Man geht raus, hat 2 Joy-Cons, kann direkt zu 2 zocken. Ja. Man trifft andere Leute mit einer Switch-Konsole, kann zum Beispiel wie mit einem 3DS 2 Konsolen gegeneinander zocken. Und der Fokus sieht man ja eben, die 5 Titel zum Beispiel, ja, liegt stark darauf. Man hat gleich viele große Titel, die sehr stark Multiplayer-fokussiert sind. Genau. Dann, wie gesagt, der Reggie hat sich mal wieder gemeldet, war so ein bisschen, hat mir so ein bisschen fast Angst gemacht. Das war so sehr, sehr salbungsvoll. Es war ein bisschen sehr spirituell. Ja, sehr spirituell. Keine Ahnung, ob die Vorgeschichte von Far Cry 5 erzählt haben da oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kommen wir mal zu den Spielen, die sind ja auch viel wichtiger. Es gab einen Gameplay-Trailer zu Xenoblade Chronicles 2. Chronicles 2, ja. Und sie haben ganz stark betont, dass es dieses Jahr noch rauskommen soll. Richtig.
Was bisher ja noch nicht so ganz sicher war, aber ja, wenn das noch klappt, wäre natürlich kurz vor Weihnachten auch nochmal was Schönes da. Was übrigens auch mal eine schöne Abwechslung ist zu den anderen Pressekonferenzen, jetzt, ich meine jetzt Sony vor allen Dingen, ja, weil bei Sony, da haben sie ja fast nur Spiele gezeigt, die irgendwie 2018 kommen, ne, also noch ganz weit weg sind. Hier natürlich mehrere Sachen, die noch dieses Jahr kommen, unter anderem auch dieses Xenoblade, also dieses ja, Rollenspiel, Fantasy, Sci-Fi und so. Ne. Wir haben so ein bisschen einen Trailer gesehen mit dem Hauptcharakter, mit Rex, seiner mysteriösen Begleiterin Pyra, und die sind zum Weltenbaum Elysium unterwegs, ein bisschen kämpfen und so, ne, sah eigentlich ganz, ganz proper aus, ne? Der erste Teil war auch schon gut, ja, keine Frage. Dann ein Spiel, das ich immer spielen kann eigentlich, das geht immer, nämlich Kirby, und da gibt es 2018 auch eine Switch-Variante. Ja, und da bist du schon direkt bei einem Titel, der nicht mehr dieses Jahr kommt. Richtig, gerade eben noch groß erzählt, ne? Ja, vor allem hat Nintendo ja selber gesagt, der Fokus ist auf Titeln, die dieses Jahr noch kommen, aber gut. Ja. Aber schön, dass ein Kirby kommt. Ich finde, es hat ausgesehen wie im 3DS, nur mit besserer Auflösung. Ja, genau. Aber für einen Kirby-Fan wie mich, der auch einer ist, ich freue mich drauf. Spielerisch wird sicherlich nicht wahnsinnig viel Neues machen, aber das will man, glaube ich, auch nicht von einem Kirby. Schön, dass es auch da eine Neuauflage einfach gibt. Dann nochmal diese Ankündigung Pokémon, also diese Erinnerung an die Ankündigung Pokémon Tekken DX. 22. September, hier wieder in 2017 das Spiel. Ja. Das ist aber nicht alles. Denn er hat dann nämlich noch rausgehauen, es gibt auch ein neues Pokémon-Hauptspiel, das in Entwicklung ist. Es gibt ein neues Pokémon-Hauptspiel, richtig. Die Entwicklung soll noch ungefähr ein Jahr dauern, hat er gesagt. Das heißt, wir kennen Nintendo. Zwischen Entwicklung und Veröffentlichung oder zwischen Fertigstellung und Veröffentlichung liegt da relativ viel Zeit im Gegensatz zu anderen Entwicklern. Das heißt, es ist natürlich davon auszugehen, klar, diesen Herbst kommt nochmal Ultrasonne, Ultramond für 3DS. Und nächstes Jahr die Editionen, die ja immer im Herbst, Frühwinter rauskommen, wird dann auf der Switch halt erstmals sein. Genau. Und genau das ist eben in Entwicklung und hat natürlich alle Pokémon-Fans auch gefreut, die bei der Pokémon Direct schon drauf gehofft haben, dass das bekannt gegeben wird. War aber beim 3DS damals genauso. Der 3DS war draußen und die Pokémon-Editionen, die neuen, sind für den alten DS noch rausgekommen. Also ja, wie gehabt alles. Müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Wir müssen uns auch noch ein bisschen gedulden. Wahrscheinlich das ist auch das Spiel, worauf wir am längsten warten müssen, denn es gab bis auf ein Logo eigentlich überhaupt nichts zu sehen. Nee. Metroid Prime 4. Wird Fans der Reihe sehr, sehr freuen, dass da ein neues Spiel kommt. Aber wie gesagt, wir würden euch jetzt beide da gerne viel mehr zu erzählen, aber es gibt halt nichts. Aber es ist in Entwicklung und das ist das Schöne. Ja. Und das hast du auch gesehen bei YouTube, in den Kommentaren, auf Twitter, auf Facebook, überall, yay, den Seiten. Es ist abgegangen. Ja. Ja, die Leute sind abgegangen. Das waren halt die, wo auch viel kommentiert haben, klar. Ja. Aber Metroid hat halt rausgestrahlt, weil es hat so lange kein richtiges neues Metroid gegeben. Für die Wii U hat es gar keins gegeben. Ja. Für ein 3DS hat es bisher nur Federation Force gegeben und jetzt kommt ein richtiges Metroid. Es ist quasi das Beyond Good and Evil 2 für die Switch. Also was die Reaktion angeht, eine sehr, sehr schöne Überraschung, aber wie gesagt, noch gar nichts zu sehen, aber es ist eine Arbeit. Ja, dann dieser Yoshi-Ableger, Kirby hatten wir vorhin, es ist auch ein Yoshi-Ableger in Arbeit, ist ja so 2D-Yoshi-Papier, so Paper Mario-mäßig. Ist ein bisschen eine Mischung aus Paper Mario und auch vom Look her von Yoshi's Woolly World von Wii U und 3DS. Ja. Kommt auch 2018. Genau, kommt auch 2018. Ansonsten hat man da übliches Gameplay gesehen. Jetzt nichts sonderlich erwähnenswertes, aber auch ganz nett. Ja. Dann Fire Emblem Warriors. Einen Story-Trailer gab es zu sehen mit englischer Vertonung. Da hat man dann die beiden Protagonisten gesehen. Das ist so ein Geschwisterpaar. Und man sah auch schon auch ein paar Kämpfe. Auf jeden Fall. Also das war jetzt ja auch keine Neuankündigung. Das war ja schon klar. Herbst 2017. Kommt dieses Jahr noch raus, das ist ganz schön. Wer die Warriors-Serie mag und Fire Emblem mag, wird damit bestimmt was anfangen können. Muss sich zeigen, wie gut oder nicht gut es wird, aber das Potenzial ist da zu einem ordentlichen Titel auf jeden Fall. Danach kommen wir zu meinem aktuellen Lieblingsthema so ein bisschen, nämlich die 87. Neuveröffentlichung von Elder Scrolls Skyrim. Jetzt in dem Fall natürlich für Nintendo Switch und da gibt es ein Zelda-Kostüm. Ja. Und danach war dann auch tatsächlich Zelda das Thema, und zwar die beiden DLCs, die da kommen sollen. Genau, und zwar am, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 30. Juni. 30. Juni kommt das erste DLC-Pack schon mit neuen Story-Elementen, neuen Ausrüstungsgegenständen und dergleichen. Und das zweite Pack dreht sich dann um die vier Recken und um Zelda, zumindest war es so angeteasert worden. Die Ballade der Recken heißt es. Die Ballade der Recken, genau. Okay. Soll dann zum Winter-Weihnachtsgeschäft 2017 kommen, also Ende des Jahres. Ja. Und wie gehabt, gibt den Season Pass oder man kauft es halt einzeln. Genau, also wem die 85 Stunden, die er da durchschnittlich verbracht hat, noch nicht reichen, der kann da jetzt noch ein bisschen was drauflegen dann. Und das war's dann eigentlich auch schon mit den großen Sachen.
bis auf eine Geschichte. Der Reggie kam dann noch an und hat jetzt hier noch Turniere irgendwie erinnert zu Splatoon 2, Pokémon Tekken DX und ARMS. Da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Dann gab es nochmal die Ankündigung Mario und Rabbids Kingdom Battle. Das haben wir aber schon gesehen bei der Ubisoft-Pressekonferenz. Das hat Ubisoft schon gezeigt, genau. Kommt auch am 29. August. Da reden wir übrigens auch ausführlich drüber in der Ubisoft-Version von diesem Recap. Das könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Ziemlich coole Idee so, ne? Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Es ist lange rumgegeistert und endlich wurde es bestätigt. Und Mario ist am Rumballern, dass ich das noch erleben darf. Kurz vor Schluss folgt dann noch eben diese Rocket League Dritthersteller-Ankündigung. Die Switch-Fassung, die hat alle bisherigen Inhalte quasi mit da drin. Gibt natürlich dann auch entsprechend ein paar neue Items und diesen exklusiven lokalen Mehrspieler-Modus. Da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Das war so ein bisschen der Fokus. Und Switch-Besitzer dürfen auf denselben Servern sozusagen zocken wie PC. Cross-Plattform. Xbox-Spiele, dabei. Genau. Ja. Cross-Plattform ist dabei. Ja, dann natürlich der Main-Event sozusagen, Super Mario Odyssey, haben wir schon ganz am Anfang ganz viel drüber gesprochen. Damit sind wir im Grunde auch schon durch. Kurzes Fazit, wie fandst du es? Also für mich als Metroid-Fan, ne, war halt, die haben Metroid Prime 4 angeteasert, ich war mit Gänsehaut da gesessen, ne, als ich erkannt habe, okay, da kommt das Logo von Samus Aran, das S kommt. Neues Metroid für 3DS, das Metroid Samus Returns, haben sie ja im Nachgang im Treehouse erst angekündigt und damit war ich dann glücklich im Endeffekt als Metroid-Fan. Genau. Ich glaube, viel ist auch so gegangen. Metroid wird gezeigt und das war cool. Ansonsten wird gezeigt, was klar war, Super Mario Odyssey, Splatoon und sowas, wo sich auch alle schon drauf freuen. Und vor allen Dingen, es kommt dieses Jahr jetzt einfach jeden Monat, wenn mich nicht alles täuscht, noch was Großes von Nintendo selbst, was auch echt cool ist. Und in dementsprechend, das war jetzt nicht der völlige Abriss oder so, aber es war seit langer Zeit die beste Präsentation auf jeden Fall. Und man hat wieder so ein bisschen, Nintendo ist so ein bisschen zurück, hat man das Gefühl. Ja. Ich sehe es ganz ähnlich, also mich haben sie fast so weit, dass ich mir dann auch mal eine Switch kaufe. Also das Super Mario Odyssey, das hat mich schon sehr, sehr heiß gemacht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Noch habe ich ja ein bisschen Zeit. Vielleicht kaufe ich es mir dann mit Odyssey halt, wenn es rauskommt oder so. Aktuell ist das Ding ja eh total vergriffen und schwer dran zu kommen. Ne? Aber ja, auch finde ich auch insgesamt eine recht schöne Geschichte. So der Ultra-Burner hat jetzt vielleicht auch gefehlt so ein bisschen. Aber mein Gott, es ist Meckern auf hohem Niveau, glaube ich, bei Nintendo. Diesmal ja. Schöne Veranstaltung, so ein bisschen albern da mit diesem esoterischen Quark da am Anfang so. Und dem Greenscreen, weiß ich nicht, das kann man vielleicht alles ein bisschen schöner machen. Ist aber auch egal. Spiele haben gepasst. In diesem Sinne, vielen Dank. Falls ihr die Trailer nochmal in Ruhe sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Die haben wir alle, ich sag's jedes Mal, bei uns auf den Webseiten. pcgames.de gibt's alle Trailer zu E3. Auf der E3-Übersichtsseite findet ihr das. Oder bei uns GamesTV24 in der App im E3-Kanal. Und bei YouTube verschiedene Fazits, unter anderem auch zu Super Mario Odyssey. Das haben die Kollegen auch schon anspielen können. Da gibt es noch einen Haufen mehr Gameplay zu sehen. Johannes, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Und euch viel Spaß mit unseren restlichen E3-Videos. Macht's gut.